Hast du wieder keine Wörter, Liebling? Oh, nächstes Jahr wird es bestimmt besser. Na, wieder keine Wörter? Du bist und bleibst einfach ein Opfer. Er hat wieder keine Wörter. Ein Opfer. Wir haben eine neue Mitschülerin. Setz dich zu Justin. Justin, heb die Hand. Hey, du bist Justin, richtig? Ich bin Laura. Sprich nicht mit ihm. Er hat keine Wörter. Er ist sowieso nur ein Opfer. Ich glaube, es bleibt mir überlassen, mit wem ich rede und mit wem nicht. Hast du vielleicht Lust, gleich was essen zu gehen? Super, freut mich. Also das Essen war wirklich gut. Finde ich auch. Du kannst reden? Oh mein Gott, was? Das Opfer kann reden?